Zugeschaltet ist mir jetzt der ehemalige Bundeswehr-Generalinspekteur Harald Kujat. Guten Morgen, Herr Kujat. Guten Morgen, ich grüße Sie. Anhand dessen, was wir auch gerade hier gesehen haben, für wie wahrscheinlich halten Sie einen Krieg in der Ukraine? Für wie wahrscheinlich halten Sie einen Einmarsch Russlands? Wer kann das beurteilen, frage ich zurück. Was wir eben gesehen haben, was Sie eben dargestellt haben, sind militärische Fähigkeiten. Zu einem Angriff gehören zwei Dinge, die militärischen Fähigkeiten und die Absicht. Und ich rate dazu, verbal abzurüsten und nicht eine Fähigkeit zu einem Angriff als eine Angriffsabsicht zu interpretieren. Natürlich kann es jederzeit zu einer Invasion Russlands in die Ukraine kommen. Das ist steht völlig außer Frage. Niemand kann das vorhersagen und niemand kann das ausschließen. Das hängt ausschließlich von der Entwicklung ab, die in den nächsten Tagen sich vollzieht. Wenn Russland von Anfang an die Absicht gehabt hätte, die Ukraine anzugreifen, dann wäre es allerdings längst geschehen. Denn die Fähigkeiten, die stehen seit Wochen schon bereit. Russland hätte das mit einem Überraschungseffekt sogar wesentlich einfacher machen können als jetzt, da die gesamte Welt alarmiert ist und auch der Westen entsprechende Vorbereitungen getroffen hat für eine Abschreckung Russlands von einem solchen Angriff. Also ich rate zunächst mal dazu, verbal abzurüsten und nicht ständig eine Kriegsgefahr herbeizureden. Und das Zweite ist, es ist nicht so, dass die russischen Forderungen, die zwar weit überzogen sind, aber es ist nicht so, dass es keine Einigungsmöglichkeiten gibt. Ich denke, wir sollten uns darauf konzentrieren, eine Einigung herbeizuführen, mit den Russen zu verhandeln und nicht deutsche oder alliierte NATO-Interessen aufzugeben, aber zu einem Interessenausgleich zu kommen, der zunächst zu einer Deeskalierung und dann auch zu einer Entspannung führt. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind da, Kompromissmöglichkeiten gibt es. In Deutschland ist ja auch die Diskussion um Waffenlieferungen an die Ukraine entbrannt. Dabei haben die Parteien im Koalitionsvertrag vereinbart, dass sie eben keine Waffen in Krisenregionen liefern wollen. Wie beobachten Sie diese Diskussion, die ja derzeit in Deutschland läuft? Das sind zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, auch die Bundesregierung hat sich an Recht und Gesetz zu halten. Und die Bedingungen, unter denen Waffen exportiert werden können, sind in der Außenwirtschaftsverordnung geregelt. Und es ist eindeutig, dass wir keine Waffen in Kriegs- und Konflikt- oder Krisengebiete liefern. Also ist zunächst mal die rechtliche Frage zu betrachten. Gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, sich über die geltenden gesetzlichen Bestimmungen hinwegzusetzen oder nicht? Das Zweite ist die Frage, und das spielt ja auch in Ihrem Bericht eine Rolle, kann man zumindest defensive Waffen liefern? Das ist so ein Notausgang, den wir uns da zumindest verbal eröffnen wollen. Also, und Sie haben eben ja in Ihrem Bericht versucht zu erklären, was defensive und was offensive Waffen sind und haben gesagt, also ein Panzer ist eine offensive Waffe und eine Panzerabwehrwaffe ist ein defensives Waffensystem. Nehmen wir einmal an, Deutschland würde angegriffen und wir würden unsere sehr leistungsfähigen Leopard 2-Panzer zur Verteidigung einsetzen. Ist das dann eine defensive Waffe oder ist es eine offensive Waffe? Der Gegner, der weiß, also der Angreifer, der uns bedroht und angreift, der weiß natürlich, dass wir über sehr leistungsfähige Panzer verfügen und rüstet seine Angriffsarmee mit Panzerabwehrwaffen aus, um unsere Panzer zu vernichten. Sind diese Panzerabwehrwaffen denn nun Defensivwaffen oder sind es Offensivwaffen? Sehen Sie, was ich mit diesem Beispiel sagen will, ist, nicht die Technik bestimmt, ob eine Waffe defensiv oder offensiv ist, sondern die Strategie. Das heißt, wie sie eingesetzt wird. Und deshalb ist diese Diskussion,
ob wir defensive Waffen liefern können, aber offensive offensichtlich nicht, die geht an den Realitäten vorbei. Tatsache ist, dass Waffenlieferungen in Krisen- und Konfliktgebieten dazu beitragen, dass die Situation, die Spannungen sich verschärfen und sie erhöhen das Risiko, dass es aufgrund eines technischen oder menschlichen Versagens dazu kommt, dass ein Konflikt entsteht, den eigentlich beide Parteien gar nicht wollen. Also wollen wir zu einer Eskalation beitragen, dann sollten wir Waffen liefern. Wollen wir das nicht, dann sollten wir keine Waffen liefern. Russland hat ja jetzt weitere groß angelegte Militärmanöver im Mittelmeer angekündigt. Wie schätzen Sie das ein? Was will Putin damit bezwecken? Also bisher ist das eindeutig eine Drohkulisse, die von Russland aufgebaut wird und die dazu führen soll, dass Verhandlungen über die Themen geführt werden, die Russland als Interessen, Verstoß gegen ihre Sicherheitsinteressen versteht. Russland verlangt also Sicherheitsgarantien. Aber es geht wesentlich weiter dabei. Die Ukraine, es geht natürlich in erster Linie um die Ukraine. Soll die Ukraine Mitglied der NATO werden oder nicht? Das ist die Frage auf der einen Seite. Ist es für Russland akzeptabel, dass westliche Streitkräfte, insbesondere amerikanische Streitkräfte, beispielsweise in der Ukraine stationiert werden oder nicht? Das ist die Frage, die am Anfang steht. Aber im Grunde ist das ein Katalysator, die Ukraine-Krise, nämlich ein Katalysator dahin, dass es zu einer neuen Sicherheitsarchitektur in Europa kommen soll, aus russischer Sicht. Russland hat den Eindruck, dass die Entwicklung nach Beendigung des Kalten Krieges zu ihrem Nachteil erfolgt sind, also die NATO-Erweiterung beispielsweise und viele andere Dinge mehr. Und nun soll diese negative Entwicklung korrigiert werden. Deshalb gehen ja auch die Vorschläge zurück bis auf das Jahr 1997. Dieses Datum ist nicht zufällig gewählt, sondern das ist das Datum, an dem der NATO-Russland-Grundlagenvertrag geschlossen wurde. Also da will Russland wieder beginnen. Wenn es also darum geht, eine neue Sicherheitsordnung in Europa zu schaffen, dann muss man daran erinnern, dass tatsächlich Versuche, eine Friedensordnung zu schaffen, beispielsweise mit der Charta von Paris 1990, gescheitert sind. Es ist auch der Versuch, der Vorschlag von Gorbatschow gescheitert, ein sogenanntes, wie er es nannte, ein gemeinsames Haus Europa zu schaffen, in dem jeder Bewohner sicher und in Frieden leben kann. Auch das ist gescheitert. Und der französische Präsident hat gerade vorgestern auch in seiner Rede vor dem Europäischen Parlament selbst gesagt, wir brauchen eine neue Sicherheits- und Stabilitätsordnung in Europa. Und ich denke, wenn das tatsächlich so ist und die Entwicklung der sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen, auch die Veränderung der weltpolitischen Lage, die Rivalität der großen Mächte, also China, Russland, die Vereinigten Staaten und zu einem gewissen Grade auch Europa, die sind natürlich geeignet, für Europa eine Situation zu schaffen, die nachteilig ist. Also Europa, es geht auch hier um Europas Selbstbehauptung in der Zukunft. Deshalb finde ich, ist es durchaus möglich, dass wir konstruktiv an einer Sicherheitsordnung mitarbeiten sollten. Und dass die Voraussetzungen dafür sind auch gegeben, die den Europäern ein Mitspracherecht gewährleistet in Fragen ihrer Sicherheit, in der Selbstbehauptung, politisch, wirtschaftlich, militärisch. Das alles ist machbar. Und der Anstoß dazu, den Russland jetzt gegeben hat, der ist natürlich mit enormen Risiken behaftet, wie wir ja alle sehen. Und die Truppenkonzentrationen zeigen das sehr deutlich. Aber wenn die Bereitschaft und der Wille dazu da ist, auf beiden Seiten zu einem Interessenausgleich zu kommen, dann ist das auch eine Chance für Europa, eine stabile
Ordnung in Europa zu schaffen, eine stabile Sicherheitsordnung in Europa zu schaffen, die dem Frieden und der Sicherheit des gesamten Kontinents, also einschließlich auch Russlands und vor allen Dingen auch der Ukraine dient. Sagt der ehemalige Bundeswehr-Generalinspekteur Harald Kujat. Ich danke Ihnen ganz herzlich.